Vor ein paar Wochen habe ich ja das AlphaCool Wasserkühlungsset vorgestellt und das werden wir auch in Kürze verbauen. Aber bei dem Set werden wir genau auf die Sachen eingehen. Und bevor ich jetzt manche Sachen verbaue, man kann es nicht mehr richtig zeigen, zeige ich ein paar bestimmte Bauteile etwas genauer. Und heute machen wir hier dieses Reservoir von AlphaCool mit der Lying DDC und in dem Sinne viel Spaß. So, hier habe ich das Reservoir, das ist ein Bay-Reservoir, das passt in einen 5,25 Zoll Schacht rein und das gibt es in verschiedenen Versionen. Hier haben wir die Version mit der Lying DDC-Pumpe, hier mit dieser Plattform. Das Reservoir gibt es aber auch noch für andere Pumpen oder auch ohne Pumpe rein als Reservoir. Das Ganze gibt es auch nochmal größer, und zwar für zwei 5,25 Zoll Schächte. Auch hier in dem Fall von AlphaCool. Und das gibt es auch wieder mit verschiedenen Aufsätzen für verschiedene Pumpen. Ich habe hier das für die D5. Man könnte hier auch noch eine zweite D5 anbringen. Also ist schon ein massives Teil. Wenn man sich dieses Reservoir genau anschaut, dann kann man hier ein gewisses Baukastensystem erkennen. Hier haben wir nämlich verschiedene Layer sozusagen, das hier das Reservoir an sich, dann kommt hier ein Aufsatz drauf mit einer Isolierscheibe, also das Ding ist ein Teil und dann haben wir hier den Lying DDC Aufsatz, beziehungsweise diese Plattform, wo die Lying DDC draufkommt, damit man das ins Reservoir direkt reinstecken kann und vorne die Blende, die kann man auch abschrauben und dann modifizieren, anders anmalen oder eine andere Blende drauf machen, alles kein Problem. Auf der Rückseite haben wir dann hier noch in diesem Aufsatz drei Bohrungen für 5 mm große LEDs. Da kann man dann seine Kühlflüssigkeit hier beleuchten, falls man zum Beispiel eine UV-Flüssigkeit hat oder eine klare blaue oder rote, kann man das Ganze beleuchten. Ist wirklich interessant, gerade für Modder. Hier oben haben wir dann den Füllschutz. Das ist so ein bisschen ein Problem bei diesen Bay-Reservoiren im Allgemeinen. Beim Großen ist viel schlimmer, also dieser Stutzen hier ist eine Katastrophe. Man kann es zwar damit befüllen, es geht alles, will ich jetzt nicht unterstellen, dass es nicht geht, aber es ist eine rechte Qual. Und bei dem ist ein bisschen besser gelöst. Hier haben wir eine große Schraube, die können wir einfach rausdrehen, dann das Ganze dann von oben befüllen. Aber da brauchen wir entweder in unserem Gehäuse über dem 5,25 Zoll Schacht Platz, damit man hier einen Schlauch zum Beispiel reinfüllen kann oder eben den Trichter, oder was aber leider schlecht ist, man zieht es etwas raus aus dem 5,25 Zoll Schacht. Das hat aber den Effekt, dass man die Schläuche ein bisschen länger machen muss, damit man eben das Ganze rausziehen kann und die Schläuche nicht von den Fitting runterrutschen. Dadurch hat man Schläuche, die länger sind, als sie eigentlich sein müssten, und PETG oder Acryl ist dann auch nicht möglich. Also man muss drauf schauen, dass man da oben rankommt oder man eben flexible Schläuche benutzt, damit man das Ganze raus und reinziehen kann. Wenn wir hier die Lying DDC befestigen wollen, geht es eigentlich relativ einfach. Im Lieferumfang ist eine Gummimatte dabei, die ist formgenau zugeschnitten. Die legen wir hier einfach drauf und dann drücken wir die Pumpe in diese zwei vorgebohrten Löcher. Man muss nur darauf achten, dass diese Gummierungen in diesen Löchern drin sind. Und auf der Plattform haben wir hier hinten so eine leichte Kante, da klickt sozusagen die Pumpe ein und danach können wir das Ganze dann mit der Plattform verschrauben, sodass die Pumpe einen schönen permanenten Druck auf die Löcher hat. Man kann es auch sehen, das ist ganz leicht gebogen, eben durch den Druck, der da herrscht. Wenn die Pumpe dann drauf ist, können wir das Ganze einfach ins Gehäuse reinschließen. Man sollte vielleicht vorher hier an den Ein- und Ausgängen die zwei Fittinge anschließen, die man braucht, um aus dem Reservoir rauszugehen, weil sonst kann sein, man kommt relativ schlecht ran. Aber im Prinzip ist es alles ganz, ganz einfach. Und wenn man sich dann hier mal die Ausgänge mal ein bisschen genauer anschaut und in das Reservoir, in die verschiedenen Schichten, dann sieht man, da ist eigentlich ein ziemlich kompliziertes System dahinter. Denn hier haben wir verschiedene Einbauten, die eben das Wasser verteilt, dass es eben sich ein bisschen im Reservoir bewegt. Das heißt, hier kommt es von der Pumpe raus, rein, dann geht es durch die Pumpe und dann geht es in den Kreislauf, hier kommt es zurück, wird dann hier rüber gepusht und macht dann hier wieder seinen Kreislauf. Und wenn man da innen reinschaut, das ist wirklich sehr, sehr komplex, wie das aufgebaut ist. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man überlegt, das ist eigentlich nur ein ganz einfaches Reservoir. Als ich angefangen habe mit Wasserkühlung da und ich mich da informiert habe, da hieß es oft, ja, Bay-Reservoire sind ziemlich gefährlich, denn hier in dem Fall ist es Plexiglas, was zum Teil verklebt und zum Teil verschraubt ist. Und da muss es am Anfang Probleme gegeben haben. Ich nutze auf jeden Fall diese Bay-Reservoire jetzt schon seit Jahren, vor allem hier die großen.
Und ich hatte absolut nie ein Problem, dass irgendwo Wasser rauskam, dass es irgendwelche Leaks gab, dass was gebrochen ist, obwohl es Plexiglas ist. Wobei man da aber schon aufpassen muss hier bei den Schrauben, wenn man es mit dem Gehäuse verschraubt oder wenn man die Blende neu aufsetzt. Auch wenn die Bohrlöcher so gebohrt sind, dass es nicht an das Wasser rankommt, sollte man hier nicht mit der allergrößten Gewalt arbeiten, sondern schon ein bisschen gefühlt zeigen, denn es ist nun mal Plexiglas und Plexiglas kann im Ernstfall springen. Deswegen, man muss jetzt nicht übervorsichtig sein, aber geht einfach mit einer gewissen Vorsicht ran, wenn ihr etwas in dieses Plexiglas verschraubt. Das war es auf jeden Fall zu meinem Video zum Alpha Cool Bay Reservoir mit der Größe 1,525 Zoll Schacht. Das sollte eigentlich überall reinpassen, wo auch ein DVD-Laufwerk reinpasst. Und damit sollte es in die meisten Systeme reinpassen, denn leider, meiner Meinung nach, gibt es noch jede Menge Gehäuse mit 5,25 Zoll Schächten, die man leider auch nicht ausbauen kann. Das ist auf jeden Fall ein wirklich interessantes Teil. Wirklich nur der Stutzen, da muss man sich Gedanken machen, ob man den befüllen kann oder kann man es rausziehen. Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, ansonsten ist das ein tolles Teil. Und wie gesagt, man kann hier die Frontwände tauschen, man kann hier auch eine andere Pumpe hinmachen und da kauft man einfach hier die Rückseite, kauft man das dazu passende Adapterteil. Ist alles kein Problem, schönes, modulares Bay Reservoir, was überall reinpasst und meiner Meinung nach auch für Anfänger wirklich sehr gut geeignet, denn ich weiß, wie das ist am Anfang von der Wasserkühlung, diese Röhrenreservoirs, da ist man echt am Überlegen, wie befestigt man das jetzt, wo befestigt man das und wie mache ich das, dass die Pumpe immer Wasser hat. Da müsst ihr euch keine Probleme haben, hier wurde an alles gedacht, die Pumpe sitzt so, dass sie immer Wasser hat. Ihr müsst nur schauen, dass eben auch Wasser drin ist und dass euer PC flach steht und mehr müsst ihr euch hier keine Sorgen machen. Wie immer hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn nicht, gebt mir einen Daumen runter und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst ein Abo da. Aktueller Preis dieses Reservoirs findet ihr unten in der Videobeschreibung über den Amazon-Link und in diesem Sinne, ade, war's schön.